Herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin hier im offenen Kanal. Mein Name ist Marvin Boron und das sind die Themen der Woche. Politik verstehen. Kinder besuchen den Oberbürgermeister im Rathaus. Präsidium der Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt gewählt und 18. Jahrestagung der Lebensborn-Kinder in Deutschland. Politik verstehen. Kinder besuchen den Oberbürgermeister im Rathaus. In ihren Ferien verbringen viele Kids ihre freie Zeit gerne in der Kinderakademie Harz des Internationalen Bundes. Hier kam auch die Idee auf, sich mit der Stadt, in der sie alle wohnen und zur Schule gehen, näher zu beschäftigen. Dabei interessierte sie besonders, was ein Oberbürgermeister den ganzen Tag so tut. Gemeinsam mit ihrer Betreuerin Winnie Kutzner haben sie sich auf den Termin akribisch vorbereitet und brachten jede Menge Fragen mit, die Oberbürgermeister Tobias Kascher gerne beantwortete. Es gab in Vorbereitung des Termins sogar einen Briefkasten, in den die Kinder der Kinderakademie ihre Fragen abgeben konnten. Und diese Fragen waren sehr gezielt. Wie viele Tage in der Woche arbeiten Sie und wie viele Stunden? Welches Auto fahren Sie? Wie viel Geld verdient man als Oberbürgermeister? Kennen Sie den Bundeskanzler persönlich? Waren nur einige der Fragen, denen sich Oberbürgermeister Tobias Kascher stellte. Im Gegenzug war Tobias Kascher natürlich auch auf die Kinder neugierig. Auf die Frage, was sie denn werden wollen, kamen die Antworten ziemlich präzise. Steuerberater, Archäologe, Sporttrainer und Tortenbäcker. Zum Abschluss des Besuches überbrachten die Kinder selbstgebastelte Stadtpläne. Diese zeigten auf, was sich die Kinder in der Stadt wünschen und wie sie sich ihre Stadt in Zukunft vorstellen. Ein Krankenhaus, große Grünflächen und eine Feuerwehr waren auf jedem der Pläne zu finden. Das Programm und weiterführende Hinweise zur Kinderakademie Harz können Sie im Internet unter den eingeblendeten Link finden. Präsidium der Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt gewählt. Die Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt, kurz LRK, hat in ihrer Sitzung am 21. Oktober satzungsgemäß die Wahlen zum Präsidium durchgeführt. Dabei wurde Prof. Dr. Volker Roland, Rektor der Hochschule Harz, von den VertreterInnen der Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften des Landes einstimmig zum Präsidenten gewählt. Es wurden zudem eine Vizepräsidentin und ein Vizepräsident gewählt. Die 55-jährige Statistikerin Prof. Dr. Claudia Becker, Rektorin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, sowie der 60-jährige Ingenieur Prof. Dr. Jens Stratterjan, Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Die Amtszeit des gewählten Präsidiums beginnt am 1. November 2022 und endet am 31. Oktober 2024. Die 1990 gegründete Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt e.V. ist der Zusammenschluss der staatlichen und nichtstaatlichen Hochschulen des Landes und zugleich die Versammlung ihrer gewählten Spitzenvertreter. Sie ist als gemeinsame Konferenz aller Hochschultypen angelegt, erarbeitet gemeinsame Stellungnahmen und Empfehlungen zu hochschul- und wissenschaftspolitischen Themen und befasst sich mit übergreifenden Angelegenheiten ihrer Mitglieder. Am 23. Oktober fand im Rahmen der 18. Jahrestagung der Lebensborn-Kinder in Deutschland eine historische Stadtführung vorbei an Gebäuden mit Bezug zum Lebensborn in Wernigerode statt. Inzwischen ging es ja nicht nur darum, auf der einen Seite im Prinzip den jüdischen Teil der Bevölkerung auszugrenzen und Judenverfolgung jetzt legal einzuleiten, sondern es ging auch darum, auf der anderen Seite die zu fördern, die nach Meinung der Nationalsozialisten sehr wertvoll waren. Das, was Sie in Wernigerode sehen vom Lebensbornheim, das ist einmalig. Das ist insofern einmalig, weil alle anderen Heime abgeschottet von städtischen Anlagen waren. Da kamen sie also gar nicht hin. Und dort sind also tatsächlich die Frauen im dritten bis spätestens vierten Schwangerschaftsmonat hingegangen und kamen erst nach der Entbindung wieder raus. In Wernigerode hat man eine laufende Klinik, die 1934 errichtet wurde, gehen wir nachher auch kurz hoch, hat man einfach in den Lebensborn mit aufgenommen. Und das ist so erfolgt, dass erst die Ida Matthiesen ihr Haus mit zur Verfügung gestellt hat, was sie allerdings 1938 dann verlassen musste und dann hat der Lebensborn restlos übernommen. Und das ist also die einzige der Lebensbornheime, oder das einzige, welches sich mitten in der städtischen Anlage, Bebauung befindet. Auf der anderen Seite war Wernigerode eine Stadt der Sommerfrische, wie es damals hieß. Und während der Kriegszeit gab es natürlich weniger Urlauber. Und so haben verschiedene Pensionen, wir gehen nachher auf zwei näher ein,
die Möglichkeit gesehen, dort ihr Geld im Prinzip zu verdienen, indem sie dann ihre Pension, eben nicht Urlaubern, sondern jungen Frauen, die für einen Lebensborn zur Entbindung vorgesehen waren, aufzunehmen. Ja. Wesentlich wichtig ist für einen Lebensborn, Anonymität zu wahren. Das heißt, die haben keine Harzer entbunden in der Regel. Die Leute, die hier entbunden haben, kamen zum Teil aus dem heutigen Frankreich, aus dem heutigen Polen. Die kamen, ich sag mal, die am nächsten dran waren aus Magdeburg. Das war damals zu der Zeit noch eine relativ große Entfernung. Und da ging es nur darum, die Frauen vor der öffentlichen Ächtung zu schützen, indem man die Kinder ihnen quasi, ich sag mal, Anführungsstrichen abgenommen hatte, wenn sie es wollten. Die konnten also die Kinder hier lassen. Und dann hat der Lebensborn die Vormundschaft übernommen. Und dann ging es über die sogenannte Phase der Pflegschaft zu versuchen, die dann in Adoption zu bringen. Das hat bei weitem nicht geklappt, muss man dazu sagen. Von den 1300 Kindern, die hier waren, waren etwa 670 tatsächlich von unehelichen Frauen. Die anderen waren aus Familien, die sind also mit denen nach Hause gegangen. Auch von den unehelichen Kindern wissen wir, dass einige dann auch zur Mutter gekommen sind, weil die Mutter dann entweder das zu Hause abgeklärt hat, dass es mitbringen durfte, oder tatsächlich innerhalb eines Jahres geheiratet hat und das Kind dann abgeholt hat. Und nach außen war es dann so dargestellt, sie hat ein Kind adoptiert. War natürlich besonders wertvoll. Und deswegen muss man das Ganze sehr vorsichtig betrachten mit dem Lebensborn. Oberstes Ziel war, den sogenannten Adel der arischen Rasse ranzuziehen und zu erziehen. Und das ist nachher im Prinzip der Schwerpunkt, auf den man auch vieles legen muss. Sehr stark durchgezogen bei den Kindern, die in Heimen waren. Geschichte ist Geschichte. Ja, aber das Interessante daran ist im Prinzip, also DDR-Geschichte. Ich suche wen international, der wohnt hier an dem Ort, wo er davor auch gewohnt hat, und ich finde man geht es. Die ist dann 1974 ins Altenheim gegangen. Vorher war das der reinste Sinn. Gut, also hier kamen wieder die Kinder her und jetzt ist Folgendes. Wenn die kamen dann nach der Geburt, kamen die dann hierher? Oder die blieben erstmal ein paar Wochen da drüben auf einer Station, dann kamen sie hierher. Ja. Wurden hier erzogen, die Mütter konnten ran. Also man wollte in Wernigerode, unter Ida Matthiesen war es sowieso gewollt, aber nachher auch noch zum Teil, dass die Kinder noch Muttermilch bekommen. Mhm. Ja, man wusste, wie wichtig das ist. Mhm. Allerdings hat man später dasselbe gemacht wie in anderen Heimen. Die Frauen mussten die Milch abpumpen und abgeben. Und dann haben letztlich die Hebammen entschieden. Ja, wer welche ein anderes Kind im Schwäche aussah, hat das eben dann die Muttermilch bekommen. Ne? Also das ist natürlich eine Situation, die durfte man den Frauen so nicht erzählen. Die hat man natürlich den Glauben gelassen, ist für dein Kind, aber du kannst da jetzt nicht ran. Ja? Also das hat man hier schon gemacht. Ja, und wenn dann hier dieses Heim natürlich dann übergelaufen ist, dann war man froh, dass man oben das Heim des DRK hatte, wo noch untergekommen sind. Es gibt noch, ich will das von hier aus gleich sagen, wollte auf alle Fälle nicht hingehen, das ist ein ganzes Stück weg von hier, gibt es noch eine ehemalige kirchliche Einrichtung, wir haben gestern darüber gesprochen, ein Heim für sogenannte schwachsinnige Frauen hieß es damals. Das wurde von der Kirche betrieben. Die haben sich auch lange dagegen wehren können, dass sie da raus müssen. Aber 1943 war es soweit, sie mussten räumen. Sie haben davor erreicht, dass viele Wernigeröder Familien ihre Mädels, die da waren, in die Familien zurückgeholt haben oder auch deren Umfeld kamen, aber es sind wahrscheinlich mindestens 10, wenn nicht gar 20 zur Euthanasie nach Bernburg gekommen. Ja. Da ist jetzt im Prinzip neu errichtet worden eine Ausstellung in Neinstedt, denn die gehören ja zu Neinstädter Anstalten dazu, wo man auch die Namen erstmal erfasst hat. Meint, man hat jetzt auch alle Namen. Dieses Haus wurde nachher genutzt, um Kinder des Lebensraums unterzubringen. Aber nicht von hier. Das Interessante daran war, die da zum Schluss da waren, die Ordensfrauen, die das begleitet hatten und raus mussten, haben gesagt, da kamen braune Schwestern. Ja, okay, das waren die halt von der NSV, die waren ja alle braun gekleidet. Die hatten aber dieses Zeichen vom Lebensborn dran. Da wussten sie also, die haben was mit Lebensborn zu tun. Der Lebensborn hat ja eine eigene Rune gehabt. Ja, ansonsten hätte der DRK tragen können oder was anderes. Nein, die haben Lebensborn-Rune dran gehabt. Und dann waren da Frauen, Kinder, die komisch gesprochen haben. Das waren ausländische Kinder. Richtig. Geraubt. Oh, jetzt muss man, kommt ganz anders. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist das sogenannte Franzosenstädtchen gewesen. Ne? Also Hasserode ist ganz berühmt geworden, weil es neben Nikolaiviertel in Berlin die größte Stelle war, wo Friedrich der Große, Hugenotten untergebracht hat. Und er hat ihnen auch eine Kirche sogar errichtet. Und dadurch hat Hasserode besondere Berühmtheit gekriegt, dass da eine ganz große Siedlung hingekommen ist. Man sieht heute auch noch an vielen Namen, dass es da eine französische Abstammung gibt. Ja, da wohnen ganz viele noch hier. Beratung zum Krisenmanagement in Sachsen-Anhalt. Was tun, wenn plötzlich der Strom ausfällt, man im Dunkeln sitzt und nichts mehr geht?
Dieses Szenario ist realistischer denn je und war deshalb Thema eines Workshops zur aktuellen energiepolitischen Situation in der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf den Bevölkerungsschutz, der am 27. Oktober im Landesverwaltungsamt stattgefunden hat. Ziel der Veranstaltung war es, mögliche Begleiterscheinungen von Energieausfällen mitzudenken und dafür adäquate Lösungen zu erarbeiten. Neben Vertretern der wichtigsten Energieversorger im Land nahm an dem Workshop das Ministerium des Innern, das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, die Polizeiinspektion Halle sowie die oberen und die unteren Katastrophenschutzbehörden teil. Die Veranstaltung zur Thematik Energiesicherheit und Krisenmanagement befasste sich vor dem Hintergrund der gegenwärtigen sicherheitspolitischen Lage mit der aktuellen energiepolitischen Situation und den Auswirkungen auf das regionale Krisenmanagement. Im Nachgang des Workshops sind die unteren Katastrophenschutzbehörden aufgefordert, anhand eines Arbeitspapiers Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen des Bevölkerungsschutzes abzugeben. 1,5 Millionen Euro stehen für privates Förderprogramm bereit. Die digitale Buchungsplattform Airbnb spendet dem Verein Schlösser und Gärten in Deutschland e.V. knapp 1,5 Millionen Euro, um das kulturelle Erbe, darunter Schlösser, Burgen, Klöster, Bauernhäuser, Mühlen und viele mehr, mit einem neuen privaten Förderprogramm zu unterstützen. Eigentümer historischer Bauten können sich ab Dezember 2022 um einen Förderzuschuss in Höhe von 5.000 bis 50.000 Euro für die Instandhaltung ihrer Kulturdenkmäler bewerben. Besonders im ländlichen Raum sollen damit die Pflege und der Erhalt des reichhaltigen kulturellen Erbes gefördert und private Eigentümer, aber auch Kommunen, Fördervereine, Kirchengemeinden und Stiftungen unterstützt werden. Als Teil des Programms wird der Verein Schlösser und Gärten e.V. auch Workshops und Schulungen zum Management von historischen Häusern sowie zur touristischen Nutzung anbieten. Die Fördervoraussetzungen sowie Bewerbungsdetails werden voraussichtlich Anfang Dezember zum Programmstart veröffentlicht. Die Informationen hierzu werden dann im Internet auf der eingeblendeten Webseite abrufbar sein. Die Umsetzung ist bis zum Sommer 2023 geplant. Deutscher Betriebsrätepreis 2023. Der Startschuss zur Bewerbungsrunde für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 ist gefallen. Gesucht werden wieder BetriebsrätInnen, die sich für gute Mitbestimmung ins Zeug legen, Arbeitsbedingungen verbessern und so aktiv zur Beschäftigungssicherung beitragen. Wie die regionalen linken Abgeordneten aus Land und Bund mitteilen, sind Initiativen und Projekte aus dem Zeitraum 2021 bis 2023 preiswürdig, die Arbeitsplätze erhalten oder schaffen, Krisen im Betrieb bewältigen, Arbeitsbedingungen sowie den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb verbessern. Der Deutsche Betriebsrätepreis unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist eine Initiative der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Die Auszeichnung wird seit 2009 verliehen und zeichnet engagierte Interessenvertretungen unabhängig von Branche und Betriebsgröße aus. Bewerbungsschluss für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 ist der 30. April 2023. Infos zur Online-Bewerbung finden Sie unter dem eingeblendeten Link. Beste Nachwuchswissenschaftler gesucht. Die Ausschreibung für den Deutschen Studienpreis 2023 ist gestartet. Unter der Schirmherrschaft der Bundestagspräsidentin zeichnet die Körber-Stiftung NaturwissenschaftlerInnen aus, die herausragende Forschungsarbeiten zu gesellschaftlich relevanten Themen erarbeitet haben. Die Ausschreibung richtet sich an Promovierte aller Fachrichtungen, die im Jahr 2022 ihre Dissertation mit exzellentem Ergebnis vorgelegt haben. Der Preis zählt zu den höchstdotierten Auszeichnungen für Nachwuchswissenschaftler in Deutschland. In den Bereichen Sozialwissenschaften, Natur- und Technikwissenschaften sowie Geistes- und Kulturwissenschaften werden je ein Spitzenpreis à 25.000 Euro und je zwei zweite Preise à 5.000 Euro verliehen. Die Anmeldung zum Studienpreis sowie die Einreichung aller Wettbewerbsunterlagen erfolgen online. Einsendeschluss ist der 1. März 2023. Weitere Informationen gibt es unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Gedenktag zur Reichspogromnacht. In Wernigerode wurden in der Nacht des 9. November 1938, wie in vielen Städten Deutschlands, jüdische Geschäfte zerstört und geplündert,
andernorts Synagogen in Brand gesetzt und Menschen umgebracht. Der jährliche Gedenktag an die Reichspogromnacht erinnert an die Schande jener Tage, aber er ist auch ein Anstoß nachzudenken, was heute in der Gesellschaft geschehen muss, um Menschenrechte zu schützen und die Würde jedes Menschen zu achten. Am Mittwoch, dem 9. November, lädt der Villa Russo-Verein daher zu zwei Veranstaltungen ein. Zum einen um 11 Uhr ab Marktbrunnen, ein Gedenkweg an den Stolpersteinen in der Innenstadt Wernigerodes. Zum anderen zu einem literarisch-musischen Abend in der Villa Russo um 19 Uhr mit der Autobiografie »Sag immer deine Wahrheit«, was mich 100 Jahre Leben gelehrt haben, von Benjamin Ferenc, dem Chefankläger in den Nürnberger Prozessen. Die Veranstaltung wird begleitet von Musik, teilweise aus jüdischer Tradition, vorgetragen von Barbara und Rebecca Toppel an Klavier und Cello. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, das Haus zu besichtigen und sich über den Käsefabrikanten Benno Russo und seine Ehefrau, die Opernsängerin Clara Russo, erzählen zu lassen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Villa Russo wird gebeten. Vorkaufsrecht für Gedenkstätte Landstein-Zwieberge veranlasst. Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur hat die Ausübung des Vorkaufsrechts des Landes veranlasst und sichert damit der Öffentlichkeit den Zugang zum Stollensystem des Kulturdenkmales Gedenkstätte Landstein-Zwieberge. Der bestellte Insolvenzverwalter hatte am 24. Juni dieses Jahres 6 Grundstücke am Rande der Gedenkstätte an einen privaten Käufer veräußert, ohne vorab das Land von dem Verkauf zu informieren. Nach § 11 des Denkmalschutzgesetzes Sachsen-Anhalt steht im Falle eines Grundstücksverkaufs, auf dem sich ein unbewegliches, geschütztes Kulturdenkmal befindet, der Gemeinde und bei überörtlicher Bedeutung auch dem Land ein Vorkaufsrecht zu. Das Landesverwaltungsamt als obere Denkmalschutzbehörde übt das Vorkaufsrecht zugunsten des Landes aus. Mit dem Vorkaufsrecht tritt das Land anstelle des Käufers ein und stellt es zukünftig der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt für ihre Arbeit zur Verfügung. Nach Prüfung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie liegt in dem betroffenen Areal ein Teil des Stollensystems von 1944-45 und ist von außerordentlicher Bedeutung. Dazu gehöre auch der Zugang zum sogenannten Besucherstollen und ein verschüttetes Mundloch. Kampagne zur Verbesserung des Personalschlüssels an kommunalen Kindertagesstätten. Die Gewerkschaft Verdi hat sich am 19. Oktober im Rahmen einer Aktion auf dem Domplatz mit Vertretern von CDU, FDP, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linken auf ein Vorgehen gegen den Fachkräftemangel in Kitas und Horten in Sachsen-Anhalt geeinigt. Bereits beginnend im ersten Quartal 2023 werden sich Vertreter der Gewerkschaft Verdi zu konkreten Schwerpunkten und nötigen Investitionen im Rahmen eines runden Tisches mit Politikern der Finanz- und Sozialsektoren und Wissenschaftlern abstimmen. In Aussicht gestellt wurden wirksame Mehrinvestitionen in die frühkindliche Bildung mit dem Haushaltsplan für 2024. Nach einer bundesweiten Umfrage der Gewerkschaft Verdi unter den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst fehlen allein in Sachsen-Anhalt 4.000 Fachkräfte. Mit ihrer Aktion in den vergangenen Wochen verdeutlicht Verdi die gravierende Personalnot im Bereich der frühkindlichen Bildung. 800 leere Stühle standen im Verhältnis 1:5, sinnbildlich für eine alarmierende Situation in den kommunalen Kitas und Horten vor dem Landtag in Magdeburg. Verdi hatte außerdem im Sommer die Verhandlungen zum Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienste einen Abschluss erreicht, durch den unter anderem Vor- und Nachbereitungszeiten für die Beschäftigten sowie sogenannte Regenerationstage eine steigende Personalausstattung in den Einrichtungen notwendig machen wird. Berufenet startet neu. Berufenet ist das Berufsinformationsportal der Bundesagentur für Arbeit. Im überarbeiteten Angebot sorgen nun wesentliche Neuerungen für bessere Anwendungsmöglichkeiten, etwa im Rahmen der beruflichen Orientierung. Weiterentwickelte Suchfunktionen erleichtern den Zugang zum Beispiel zu Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Das Portal vermittelt berufsspezifische Informationen zu rechtlichen und finanziellen Aspekten sowie Anforderungen und Zugangsvoraussetzungen. Es ermöglicht einen ersten Überblick und vermittelt detaillierte Fachinformationen. Das Portal wird laufend aktualisiert und ist, unter dem eingeblendeten Link, optimiert auch für mobile Endgeräte weiter verfügbar.
Markus Maria Profittlich in Quedlinburg. Das Beste aus 35 Jahren präsentiert Markus Maria Profittlich mit seiner Jubiläumstour Mensch Markus mit Comedy, Kabarett und Entertainment am 5. November um 19.30 Uhr im Großen Haus des Nordharzer Städtebundtheaters in Quedlinburg. Zu seiner Tour serviert der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, das seine Gag-Küche in den letzten 35 Jahren gezaubert hat. Ein Abend voller Geschmacksexplosion erwartet sie, zubereitet in der Tradition von Jerry Lewis, Heinz Erhardt und Monty Python. Bell, Butt und Kende im fürstlichen Marstall. Das Konzert war eigentlich für den Herbst 2020 und dann für den Dezember 2021 geplant und nun wird ein neuer Anlauf genommen. Und somit konzertieren Bell, Butt und Kende am 12. November um 20 Uhr erstmals im fürstlichen Marstall Wernigerode. Inhaltlich werden Songs aus sämtlichen Alben geboten. Darunter einige Hits, die man aus dem Radio kennt, aber nicht zwangsläufig dieser Band zuordnen würde. Bab zu Gast bei Sommer Open Air des Miners Rock. Zum zweiten Sommer Open Air des Miners Rock werden am 19. August 2023 Niedeckens Bab zu Gast sein. Wolfgang Niedecken und seine Band sind die Protagonisten für Kölsch Rockmusik und bereits seit 1976 im Musikgeschäft. Bab gehören zu den Interpreten mit den meistverkauften Tonträgern der Republik. Im Jahr 2017 erhielt Wolfgang Niedecken in Goslar den Paul-Linke-Ring und hat damit auch einen persönlichen Bezug zur Harzstadt. Es ist also wie eine Rückkehr, wenn er mit seiner Band im kommenden Jahr die Bühne am Rammelsberg betritt. Bereits am 18. August starten die Jungs von Völkerball, die beste Rammstein-Coverband Deutschlands, die Open-Air-Saison in Goslar. Dance Parados im Harzer Kultur- und Kongresszentrum. Nach dem großen Erfolg des Gastspiels im Dezember 2018 sind die Dance Parados of Ireland am Freitag, dem 21. April 2023, ab 20 Uhr erneut im Harzer Kultur- und Kongresszentrum Wernigerode zu Gast. Bereits der Name dieser Tanzshow versinnbildlicht die Begeisterung für den irischen Stepptanz. Aber auch für andere Kunstfertigkeiten und Leidenschaften sind sie weltberühmt. Dazu gehört der irische Whisky. Warum also nicht diese beiden Kulturen zusammenbringen? Das Whisky You Are the Devil Programm ist keine abendfüllende Huldigung an den Alkohol und die bekannte Trinkfreudigkeit der Iren. Die Dance Parados nehmen ihre Zuschauer mit auf eine Tour durch die illegalen Pubs, genannt Shebeens, in denen nicht nur exzessiv getrunken, sondern auch wild musiziert und getanzt wurde. Buchpremiere in der Remise. Am Montag, dem 14. November um 19 Uhr, findet in der Remise des Kunstvereins eine Lesung und ein Gespräch mit der Autorin Carola Kalks und der Herausgeberin Martina Rellin statt. Kein Licht der Welt. So heißt das Debüt der Autorin Carola Kalks aus Danienrode, das sie in der Remise vorstellen wird. Carola Kalks Buch beruht auf eigener Erfahrung und ihren Tagebuchaufzeichnungen. Das Buch erzählt, wie die junge Frau Conny nach einer stillen Geburt wieder ins Leben zurückfindet. Alle Gäste sind herzlich zu Gespräch und Redenaustausch eingeladen. Um Anmeldung wird unter der eingeblendeten Rufnummer gebeten. Kantorei singt Mozart. Am Samstag, den 12. November ab 19.30 Uhr, findet ein Konzert in der Stiftskirche St. Silvestri statt. Ausgewählte Solisten, die Kantorei Wernigerode und das Philharmonische Kammerorchester konzertieren Mozarts Requiem und Schuberts Unvollendete. Das war Break, Ihr Infomagazin, hier im offenen Kanal. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem nachfolgenden Programm.